Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es regnet, bei euch vielleicht auch. Der Herbst ist da, man sieht es. Hinter mir, das Laub färbt sich bereits. Und tatsächlich bin ich in dieser Woche gar nicht so viel zum Arbeiten im Garten gekommen, denn ich habe ganz viel Zeit in meinen kleinen Online-Shop investiert und ich bedanke mich herzlich für die vielen Bestellungen, die jetzt schon bei mir eingegangen sind. Auch für den neuen Kalender, den ich euch gerne dann im Anschluss des Videos noch mal kurz vorstellen möchte, freue ich mich richtig doll drüber. Da geht es ja um Mischkultur. Ja, ihr Lieben, und jetzt möchte ich gar nicht lange quatschen, denn ihr seid sicherlich gespannt auf die Impressionen von meinem Opi aus dem Garten. Da war ich zu Besuch und das zeige ich euch jetzt und auch noch den ein oder anderen Verarbeitungstipp, wie ich meinen Blumenkohl, Brokkoli und meinen Sellerie haltbar mache. Das seht ihr in diesem Video. Bleibt dran und seid gespannt und wir sehen uns gleich nochmal wieder. Letzte Woche habe ich mal wieder meinen Großvater besucht in seinem wunderbar bunten Herbstgarten und daraus gibt es jetzt ein paar Ausschnitte für euch. Im Juli hast du die schon gepflanzt? Ja, und bei der Hitze, da habe ich dann abge... Musst du ständig gießen, oder? Nee, da habe ich hier schattiert. Ach, schattiert? Ja, hier, das kannst du dir dann angucken. Sind die Erdbeeren schattiert? Ja, die Pflanzen, sonst werden die verbrannt. Ja. Die verbrennen sonst, weil hier Seetank ist. Okay. Seetank, hier ist totale Hitze. Deswegen mache ich meine Erdbeeren erst im November. Ja, also, ja, Anja, das kannst du machen, wie du willst. Ja. Das wären hier die gelben, späten Winterastern. Winterastern. Das sind gelbe hier, habe ich nicht mehr viel. Die stehen noch von DDR-Zeit. Ach so. Du, schön. Die sind hübsch. Ja, von DDR-Zeit. Ja. Ist doch gut so, Opa. Ja. Die Kamera stellt sich immer nicht richtig scharf. Ja, die sind halb hoch. Ja, das ist für meinen kleinen Garten ist das günstig. Ich habe das so gerne, wenn die ein bisschen über die Rabatten dann hängen. Ja, die riechen auch gut. Ja. Physalis, genau. Weißt du, was das ist? Hm? Wenn du die in reiche Erde setzt, also ja, nahrungsreiche Erde. Mehr Blätter. Ja, da wären keine Früchte. Ja. Die musst du mager setzen, ja, mager und fast auch trocken. Ja. Nur wenn die hängen, dann gießen. Hm. Denn ich habe hier welche in Teppel gesetzt, da habe ich immer mal voressen können. Und hier nicht. Ja. Alles blind tun sie. Was ist hier rechts? Ist das Senf? Oder? Ja, das ist Gründüngung. Das ist Senf. Aber Senf soll man doch nicht mit Kohl zusammen machen? Nein, soll man nicht, aber das ist mir so ergeben. Hat sich ja so ergeben? Ja, hier habe ich auch noch Senf. Aber der Senf ist gut wegen Erdbeerland und Kohl. Fürs Erdbeerland. Ach so. Fürs kommende Erdbeerland. Ach so, fürs kommende. Das ist gute Vorbruch. Ich dachte halt bloß, man soll Senf und Kohl nicht kombinieren unbedingt. Ja, das glaube ich, weil das gleich ist. Ja, genau. In der Nahrungssuche. Und das ist Petersilie, Blattpetersilie und Kraus. Und was ist das für eine Gründüngung? Oh, Senf. Das ist auch Senf. Den hast du später gesät. Jawohl. Ja. Und der erste, der ist schon vertrocknet, der liegt dort. Hier. Wegen der Erdbeeren Schatten durch die Nüsse. Hier gemacht, ja, ist super, damit das die Gestell in der Luft hängen. Ja. Nüsse trocknen
Und die Erdbeeren gleich noch mit beschatten. Ja, ja, ja. Und rote Beete hast du jetzt, schöne. Weißt du was, Anja, jetzt macht die Sonne keinen Schaden mehr. Jetzt bringt es Nutzen. Ja. In der arm hier Zeit, ja, wo es wenig Sonne ist. Das musst du jetzt noch nutzen. Und deine schönen Pfirsichbäume. Oh, ja, das war eine Pracht. Ja, eine Prachternte. Ja. Schön. Die habe ich schon die Spitzen abgeschnitten, weil sie mir so hoch wären. Die hier. Was ist das Gelumpe? Das ist doch Echinacea hier. Echinacea? Nein, das ist doch hier. Das hier. Das hier. So ein Hut. Weil klein war. Dann haben wir hier immer Armbrot gegessen. Ja, weil klein war. Ja. Vier Trauben habe ich noch dran gelassen zum Essen. Wein. Okay. Ja, ich auch. Ich auch. Hast du noch Wein, Anja? Ja, ich habe jetzt alles erstmal abgenommen. Ja, soweit erstmal zu meinem Opa aus dem Garten, so ein paar Einblicke. Und jetzt wollte ich euch ja noch zeigen, wie ich mein Gemüse verarbeitet habe. Ich war ja bei meinem Biobauern und habe dort einfach das Gemüse, was ich dieses Jahr nicht selbst anbauen konnte, was mir einfach nicht so gut gelungen ist, das kaufe ich ja jedes Jahr im Herbst dann zu und verarbeite mir das, sodass ich dann genug Vorrat für den Winter habe. Und so sah das Ganze jetzt aus. Ich habe also meinen Brokkoli und Blumenkohl und meinen Sellerie verarbeitet. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was wir aus dem Blumenkohl gemacht haben. Und zwar gab es da gleich ein leckeres Mittagessen. Ich hatte hier schon zwei fleißige Helfer, die haben mir geholfen, unsere Kartoffeln zu schälen für den Kartoffelbrei, den es zu dem gebackenen Blumenkohl, panierten Blumenkohl dazu gibt. Den panierten Blumenkohl, den kenne ich noch aus meiner Kindheit. Das gab es früher häufig mal als Abendessen mit einer Butterschnitte dazu. Und ja, zuerst mal wasche ich natürlich meinen Blumenkohl und entferne den Strunk. Und dann gebe ich den mit etwas Wasser in meinen Topf. Und dann wird der erstmal so 10 bis 15 Minuten im Topf gekocht, ein bisschen weich gekocht. Also nicht ganz weich, aber so, dass er noch so ein bisschen bissfest ist. Also 10 Minuten reicht da eigentlich auch zu. Dann bereite ich schon mal meine Eier vor zum späteren Panieren. Die mache ich mir, gebe ich mir auf einen Teller und würze die mit Pfeffer und Salz und dann verquirle ich die Eier recht schön, damit dann auch eine schöne Panade entstehen kann. Als nächstes schneide ich meine Zwiebeln, die brauche ich dann später für den Kartoffelbrei, denn ich packe da immer sehr gerne Röstzwiebeln mit in den Kartoffelbrei und dafür schneide ich meine Zwiebeln ziemlich klein in kleine Würfel und gebe die dann in eine Pfanne mit etwas geschmolzener Butter und dort können die dann auch 20 bis 30 Minuten auf sehr schwacher Hitze vor sich hin braten und die nehmen dann auch sehr schön die Butter auf und werden dann schön braun und die kommen dann mit in meinen Kartoffelbrei. Die geschälten Kartoffeln, die schneide ich dann meistens nochmal in der Hälfte durch. Die ganz großen Kartoffeln kann auch schon mal sein, dass ich die dann ja vielleicht in vier Teile teile, damit die einfach ein bisschen schneller durch sind für den Kartoffelbrei und ich entferne dann auch noch ein paar kleinere Stellen, die ja gerade bei unseren Bio-Kartoffeln immer mal vorkommen oder auch Wurzeln, die mal eingewachsen sein können. Aber ansonsten
bin ich dieses Jahr wieder sehr, sehr zufrieden mit unserer Kartoffelernte. Und ja, ich liebe es einfach, eigene Kartoffeln auf den Tisch zu bringen. Wir lieben ja hier die Adretta sehr. Die ist eher eine mehlig kochende Kartoffel. Genau, und die Kartoffeln werden natürlich jetzt auch gekocht. In der Zwischenzeit ist jetzt auch schon der Blumenkohl so gut weich. Und das Kochwasser vom Blumenkohlkochen gieße ich nicht weg. Das gebe ich mir in einen extra Topf, denn daraus werde ich dann gleich noch für den nächsten Tag eine Blumenkohlsuppe kochen. Und das zeige ich euch gleich. Jetzt kommt erstmal der Blumenkohl aus dem Topf raus. Und der muss jetzt, bevor er paniert werden kann, ein bisschen abkühlen. Das ist ganz wichtig, dass ihr den jetzt ungefähr 5 bis 10 Minuten erstmal abkühlen lasst, bevor ihr den paniert, weil der sonst einfach in der Panade zerfällt beim Braten und dann wird es einfach nur ein Matsch. Ja, für die Blumenkohlsuppe, die es dann am nächsten Tag geben soll, tue ich mir erstmal wieder ein bisschen Mehl mahlen, um eine Mehlschwitze zu machen. Ich habe euch ja gerade schon gezeigt, dass ich etwas Butter in einen Topf gegeben habe für die Mehlschwitze. Und da kommen jetzt 2-3 Esslöffel Mehl mit hinein. Außerdem brauche ich das Mehl, um meinen Sauerteigstarter wieder anzufüttern. Das mache ich jetzt wieder. Sauerteigbrot möchte ich wieder machen und dafür habe ich meinen alten Starter aus dem letzten Jahr wieder aktiviert. Da wird sicherlich auch wieder ein Video dazu geben, wie ich das mache, das Sauerteigbrot wieder backen. Genau, also für die Mehlschwitze jetzt einfach ein bisschen Butter in den Topf geben, ein bisschen Mehl dazu und das schön miteinander vermengen. Und dann kommt auch gleich das Kochwasser, was ich gerade in den Extratopf gegeben habe, vom Blumenkohl kochen, das kommt jetzt gleich hier auf die Mehlschwitze und das ist dann praktisch der Anfang für unsere Blumenkohlsuppe, die es dann am nächsten Tag geben wird. Jetzt ist auch mein Blumenkohl abgekühlt und jetzt zerteile ich den Blumenkohl in kleine Röschen. Und diese werden dann natürlich auch nochmal gewürzt. Ich würze jetzt hier nur mit Pfeffer und Salz. Ihr könnt natürlich auch Chiliflocken ranmachen, Curry. Alles, was ihr gerne mögt, ist natürlich möglich. Ich mag es gerne ganz, ganz simpel und einfach und deswegen würze ich hier nur mit Pfeffer und Salz. Und dann werden die Blumenkohlröschen paniert. Erst in Ei und dann in Semmelbrösel. Und dann werden die natürlich in eine Pfanne gegeben und einfach ausgebacken. Das dauert auch gar nicht lange. Auf jeder Seite ein paar Minütchen, 2-3 Minütchen. Und das geht wirklich ganz, ganz schnell. Und in der Zeit sind natürlich auch schon die Kartoffeln fertig. Für den Kartoffelbrei gebe ich einfach etwas Milch. Wir verwenden gern Hafermilch. Wir haben uns einfach so daran gewöhnt. Und meine Zwiebeln, die mittlerweile schon sehr, sehr braun geworden sind, Salz natürlich und dann werden die Kartoffeln gemixt. Und ich habe schon oft von euch gehört, Hilfe, warum mixt du deine Kartoffeln und stampfst die nicht? Bei uns ist das tatsächlich so üblich, dass die gemixt werden und nein, der Kartoffelbrei wird nicht zähe. Also ich habe das wirklich noch nicht erlebt, also nicht mit unseren Kartoffeln. Tatsächlich mit gekauften Kartoffeln ist mir das schon passiert, dass die zäh geworden sind, also der Kartoffelbrei zäh geworden ist, aber mit unseren eigenen Kartoffeln ist mir das noch nie passiert. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber bei uns ist es halt so üblich, die Kartoffeln eben nicht zu stampfen, sondern zu mixen und das wird dann ein sehr sämiger Brei und der ist auch wirklich nicht zäh und der zieht sich auch nicht. Genau, also uns schmeckt das so sehr gut. Bisschen Butter kann man natürlich noch hinzufügen, das brauche ich jetzt hier nicht, denn meine Zwiebeln sind ja bereits in Butter gebraten und die Zwiebeln geben dann eben sehr viel Aroma an den Kartoffelbrei ab. Ja, wir mögen unseren Kartoffelbrei eben weniger stückig und mehr cremig und der ist jetzt hier schön cremig geworden. Bin total zufrieden und so mache ich den eigentlich meistens. Daniel macht meistens keine Zwiebeln an den Kartoffelbrei dran. Ich bin das so mit Zwiebeln gewöhnt, mir schmeckt das sehr gut. Deswegen mache ich das meistens mit Zwiebeln. Und ihr seht auch der Blumenkohl, der ist auch jetzt schön von allen Seiten gebräunt. Und dann kann auch schon aufgetafelt werden.
Super gut wäre jetzt hier noch was Grünes obendrauf, zum Beispiel ein paar Schnittlauch, ja, Sachen oder ein bisschen Winterheckenzwiebelgrün. Allerdings wollte keiner mehr raus in den Garten gehen und noch was Grünes zu holen. Deswegen ja, haben wir das einfach jetzt so gegessen. Ist immer sehr, sehr lecker. Uns schmeckt das immer sehr gut und das gibt es eben immer nur, wenn wir entweder eigenen Blumenkohl haben oder Bio-Blumenkohl kaufen können, denn den konventionellen Blumenkohl kaufe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr, weil der eben meistens sehr mit Pestiziden belastet ist. Deswegen ja, bauen wir eben ja auch unser eigenes Gemüse an oder kaufen vom Biobauern. Ja, weiter geht's mit dem Sellerie. Ich habe tatsächlich auch noch Sellerie im Garten stehen. Der hält das ja ziemlich lange, ziemlich gut aus. Den werde ich aber auch bald ernten. Aber meine Knollen sind wieder nicht ganz so groß geworden. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal Sellerie zugekauft. Und jetzt wasche ich mir erstmal die Sellerieblätter. Und die habe ich mir dann einfach mit etwas Garn zusammengebunden und habe die einfach aufgehangen zum Trocknen. Und die Knollen, die habe ich geschält. Da habe ich die Schalen natürlich wieder an die Kaninchen gegeben. Die bekommen natürlich auch die Blätter vom Blumenkohl, die Reste und so weiter. Das geht alles an die Kaninchen. Und genau, und die Knollen, die habe ich mir dann in Würfel geschnitten und eingetütet und die werden dann portionsweise eingefroren und so habe ich immer, wenn ich Kartoffelsuppe kochen möchte oder irgendwelche Eintöpfe, Suppen, dann kann ich mir immer eine Portion Selleriewürfel einfach rausholen und kann die dann mit an meine Eintöpfe geben. Weiter geht's mit dem Blumenkohl, der muss auch erstmal gewaschen werden. Den möchte ich jetzt auch gefrierfertig machen. Und da habe ich jetzt hier so ein paar kleine grüne Punkte entdeckt. Das könnten die Ausscheidungen von den Raupen sein, die hier an den Blättern genagt haben vom Blumenkohl. Und das ist für mich ein super Zeichen, denn dann weiß ich, der Blumenkohl ist wirklich nicht gespritzt. Und dann ja, schrubbele ich mir den hier einfach nochmal mit einer Gemüsebürste schön ab. So säubere ich auch meine Möhren und die rote Beete. Das wird einfach mit der Gemüsebürste schön runtergeholt und schön gesäubert und ja, schon fertig. Und diesen kleinen Blumenkohl, den gebe ich jetzt noch in meine Suppe für den nächsten Tag mit hinein. Hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt, wie ich die schon vorbereitet hatte. Und da muss natürlich auch noch ein bisschen Blumenkohleinlage rein. Deswegen habe ich mir hier einen Blumenkohl dafür weggelegt. Und die anderen, die zerteile ich jetzt, mache die klein und habe mir davon hier noch 5 Portionen eingefroren. Dafür blanchiere ich den Blumenkohl vorher nicht. Blanchieren tue ich wirklich nur Blattgemüse, wie zum Beispiel Spinat. Mit dem Brokkoli habe ich das genauso gemacht. Das muss ich euch ja dann nicht nochmal zeigen. Ganz einfach nur waschen, zerkleinern und in Tüten abfüllen und einfrieren. Man könnte sich natürlich jetzt fragen, warum ich mir diesen ganzen Aufwand mache. Aber tatsächlich gibt es bei uns im Umkreis kaum gutes Biogemüse zu kaufen, wo ich jetzt einfach mal sagen kann, ich fahre jetzt in meinen Bioladen und hole mir dort meinen Bio-Blumenkohl. Es ist wirklich ganz schwierig, hier an Bio-Blumenkohl ranzukommen und deswegen mache ich das einfach so. Und außerdem finde ich es wirklich toll, immer einen kleinen Vorrat an verschiedenen Sachen im Haus zu haben. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr mit dem Thema Vorratshaltung beschäftigt, weil das für mich einfach das Leben viel einfacher macht. Ich muss nicht jede Woche dran denken, oh, was möchte ich diese Woche kochen und danach muss ich jetzt einkaufen gehen, sondern ich schaue dann einfach, was habe ich noch in der Gefriertruhe. Hier zum Beispiel noch so viele Beeren, also unglaublich viele Beeren haben wir noch und ich habe einfach immer alles da, um immer jederzeit etwas kochen zu können und ja, das ist einfach für mich, hat sich das so jetzt ergeben, auch durch die Selbstversorgung, ja, dass es einfach so viel mehr Sinn für mich macht und mir das Leben einfach erleichtert.
Die erste Packung Erdbeeren habe ich gleich mal mit rausgenommen. Da haben sich die Kinder wirklich gefreut. Ich habe ja 5 Kilo dieses Jahr eingefroren und das erste Pfund ist jetzt davon schon aufgebraucht. Und das war natürlich in 0, nichts aufgebraucht, genau. Ja, am nächsten Tag kümmere ich mich jetzt noch um meine Blumenkohlsuppe. Das wollte ich euch noch schnell zeigen. Ich habe mich dafür entschieden, auch eine kleine Kartoffeleinlage in die Blumenkohlsuppe reinzumachen. Ich mache das immer wirklich ganz individuell, wonach mir gerade lustig oder worauf ich gerade Lust habe, habe ich jetzt hier einfach noch ein paar Kartoffelwürfel mit hineingegeben. Man könnte auch zum Beispiel die Kartoffeln jetzt einfach mit der Reibe ziemlich klein reiben und in die Suppe mit hineingeben. Dann würde die Suppe mehr andicken, ein bisschen kräftiger und sämiger werden. Ich habe mich jetzt hier für Kartoffelwürfel entschieden und habe da noch einige mit hineingegeben und habe dann ganz einfach den Blumenkohl in dieser Suppe, wie ich sie vorhin schon vorbereitet hatte, habe ich das einfach nochmal 10, 15 Minuten alles schön kochen lassen, bis die Kartoffeln eben auch weich waren und der Blumenkohl natürlich. Und dann habe ich mich dazu entschieden, weil die Blumenkohlsuppe noch etwas dünnflüssig war, habe ich mich dann dazu entschieden, auch noch 3 Eier mit hinzuzugeben. Und die habe ich jetzt einfach ganz sanft mit in die Suppe eingerührt. Kurz bevor sie wirklich fertig war, habe ich die Eier einfach noch mit runtergegeben, damit die Suppe etwas kräftiger, also etwas dicker wird. Genau, und das ist wirklich eine ganz leckere Sache gewesen. Natürlich wieder mit Pfeffer und Salz abschmecken. Man kann hier super noch Muskatnuss dazugeben. Leider mag ich die nicht so, deswegen kommt bei uns keine Muskatnuss mit dran. Würde aber hier zum Beispiel sehr gut auch dazu passen zu dieser Suppe. Und dann vielleicht noch eine schöne Butterschnitte dazu. Sauerteigbrot wäre dann natürlich super. Genau, und das ist auch ein schönes Mittagessen. Und da war dann auch noch ein bisschen was übrig, was wir dann auch zum Abendessen nochmal warm gemacht haben. Ja, Herbst und Winter sind einfach jetzt Suppenzeiten, Eintöpfe, Suppen. Die mögen wir sehr, sehr gerne. Ja, ihr Lieben, so sieht's aus. Der Online-Shop ist geöffnet. Wie gesagt, mein kleiner Kalender ist da. Es geht um Mischkultur, das hatte ich ja schon gesagt. Und in jedem Monat befindet sich eine andere Kultur. Und es sind immer die guten, die gut geeigneten Partner und die weniger gut geeigneten Partner darauf verzeichnet. Das heißt, ihr könnt dann diesen Kalender natürlich super gut auch für euch zur Beetplanung benutzen. Mir hat das am Anfang sehr, sehr gut geholfen. Das heißt, als ich mit dem Gärtnern begonnen habe, war das einfach schön zu haben. Okay, zum Beispiel die Möhre passt gut zusammen mit der Zwiebel und auch die rote Beete passt noch daneben. Und das ist eigentlich eine Mischkultur, die ich jetzt jedes Jahr auch wieder so anwende. Und ja, je nachdem mische ich natürlich auch sehr, sehr stark. Ich packe ja auch überall mit Ringelblumen mit hinein und so weiter. Aber wenn ihr einen guten Anhaltspunkt braucht für eine gute Beetplanung, dann wäre der Kalender sicherlich was für euch. Außerdem möchte ich gerne einen Kalender verlosen unter euch allen. Deswegen schreibt gerne unten in die Kommentare Hashtag Mischkulturkalender, wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt. Und in meinen Mitgliederbereich alle Jungpflänzchenkandidaten, die bereits länger als 5 Monate Mitglieder sind, die bekommen sowieso einen Kalender zugeschickt. Bitte schreibt mir per E-Mail nochmal eure Adresse, das ist ganz wichtig. Und alle Keimlinge, die länger als 5 Monate Mitglieder sind, die bekommen eine Postkartenset zugeschickt, also schreibt mir bitte eure Adressen, damit ich dann jetzt in den nächsten Wochen alles fertig machen könnt und ihr pünktlich zu Weihnachten dann eure Kalender und eure Postkarten zu Hause habt. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz recht herzlich an alle meine Mitglieder im Mitgliederbereich. Ich freue mich ganz doll über eure Unterstützung. So ihr Lieben, ich bedanke mich jetzt wieder recht herzlich für die tollen Kommentare, die ich immer unter meinen Videos finde, für eure Spenden und für eure Bestellungen. Herzlichen Dank und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.